Ja, Grüße, herzlich willkommen zu einem neuen Jahr 2024 hier bei ja, Lustige Dinge in Goat Simulator 3. Ja, wie ihr seht, okay, habe ich einen Wohnwagen hier? Eine Zunge, eine lange? Ja, ich bin eine große Banane. Ich bin gerne eine große Banane, deshalb mache ich noch größer. Und? Ja, ein bisschen größer. Ich sehe aber nichts mehr. Nochmal ein bisschen größer, bitte. Okay, ja, ich, genau das passiert, wenn man, das passiert, wenn man, oh Gott, ich, wir werden alle sterben. Oh. Darf ich bitte kürzlich, was ist, okay, was ist mit dem Gebäude hier los? Hallo, bitte, ich bin eine Abrissbirne, Banane. Es passiert ein bisschen viel, backiges Zeugs, darf ich nochmals? Ja. Ich möchte nur spielen, bitte. Ich möchte nur spielen, liebes Spiel. Ja. Nach ja, ungefähr einem, ja, fast zwei Jahren wahrscheinlich, Release vom Spiel. Es ist immer noch schwierig verpackt, aber das ist ja gewollt in diesem Spiel. Darf ich mal kurz einsteigen, bitte? Hallo, darf ich? Darf ich mal bitte einsteigen? Geht das? Darf ich einsteigen? Darf ich nicht mehr? Jetzt. Yes, Baby! Ich bin. Ja, gut. Schwer zu sagen, was ich bin, aber ich bin vor allem ein bisschen zu groß. Wieso bin ich so groß? Was passiert denn hier? Hallo. Ja, oben kann ich auch. Ja, ich bin die komische Silvesterbanane. Ich bin voll besoffen. Wirklich so, ich bin besoffen. Also der hinter dem Moderator hockt, das ist nicht eine Banane. Nein, aber fast eine Banane, die ist völlig besoffen. Ja, man sieht's, man spielt auch so besoffen. Okay, ja, Prosecco ist zwar nur 10,5 bis 11%, aber ist natürlich ein Edelsekt und der macht natürlich schon schwer besoffen. Wenn man einfach nicht gewöhnt ist, wenn man seit ungefähr 27 Jahren nicht mehr Alkohol getrunken hat. Ja, nein, natürlich nicht, 17 Jahren ungefähr. Also, nochmals ein bisschen höher. Muss die Riesenbanane werden. Unbedingt den letzten Part mit Leon zusammen anschauen. Da war ich ein Riesen. Rhinoceros, also ein Nashorn. Aber ich möchte euch noch etwas Gegenteiliges zeigen. Also bitte. Ja. Wir sind schwer, halt eine große Banane zu werden. Okay. Dann versuchen wir noch kurz ein paar Sachen. Dann werden wir noch zu einem kleinen Schweinchen. Ups, einen kleinen Nashorn vielleicht. So einen großen Fisch werde ich auch nochmal. Also nochmal, also ich habe es noch nie gezeigt, aber ich war mal ein kleiner Fisch. Und einen großen Fisch. Und ein kleiner Fisch ist sehr witzig. Ein großer Fisch ist einfach nur kurios. Also, wo sind die Ballen? Genau, die Ballen brauche ich noch. Jo, mit den Ballen bin ich ja in die Luft gejagt worden. Ja, genau so. Ja, schön in die Luft. Yay! Oder je nachdem, das Spiel ist es einfach nicht gewohnt, solche Sachen zu haben. Deshalb muss man da ein bisschen herausprobieren. Ein bisschen herumprobieren, meine ich. Und ja, manchmal jagt es einem in die Luft und so Sachen. Also, wir werden zum Fisch, weil der Fisch einfach am witzigsten ist. Okay. Sorry, liebe Leute, ich habe das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Ich schwimme hier unten. Guckt mal. Ich wusste gar nicht, dass Silo oder so tief gehen. Auch im Real Life? Okay. Kann ich mal bitte in die Welt zurückkommen? Geht das? Na, eigentlich müsste man ja durch den Boden glitschen, aber es hat ja Kollision hier unten. Ja, in die Map bitte. Ich muss teleportieren. Instinktschrein. Ich möchte teleportieren hier. Was ist? Was ist teleportieren? Ist ein bisschen schwer zu wissen, wenn man nie teleportiert. Hufball. Seite kenne. R gedrückt lassen. F gedrückt lassen. E gedrückt lassen. Ich kann mich nicht teleportieren. Wieso denn? Geht das nicht mehr? Ah, hier.
Das ist der Schrein. Genau. Mit, nein, linke Maustaste gedrückt lassen. So. Sehr gut. Ich hab das schon wieder vergessen. Okay, ich spiele ja auch nur, wenn ich aufnehme. Oder wenn ich Livestreams gemacht habe. Ich habe mehrere Livestreams gemacht letztes Jahr. Könnt ihr gerne auch noch zuschauen, wie ich das Spiel durchgespielt habe und irrsinns lustige Sachen gemacht habe. So, aber jetzt erstmal hier reingehen. Oh, so ein Sekt ist ja cool. Weil jetzt werden wir mehr kleiner, wenn wir so hereingehen. Jetzt wird irgendwie nicht klein, weil der Fisch schon so riesig groß ist. Hui, hoppla. Oh, geil. Nochmals. Ja, Leon ist jetzt mittlerweile natürlich im Bett. Jetzt ist ungefähr 1 Uhr. Ist es nicht? 1.36 Uhr. Okay. Indem ich bin sturzbesoffen. Ich musste etwas Lustiges haben, weil meine Besoffenheit mich einfach zu lustigen zwingt. Ich bin echt nicht besoffen. Nein, das waren nur 2 kleine Schlückchen. Kein Problem, ich simuliere es nur. Es geht jetzt einige Zeit, weil ich ja schon groß war. Deshalb muss noch mal kurz. Es wird irgendwie schneller gehen. Einfach klein gemacht werden. So. Wenn ich das Geld schon hätte für das Adobe Premiere, würde ich das jetzt rausschneiden natürlich. Aber ich hab's nicht. Ich will nur das Beste haben, also nur das, was am teuersten ist. Das kann ich mir momentan nicht leisten, jeden Monat so mega viel. Nee, nee. Das Geld ist anders gut aufgehoben und nicht beim Schneiden. Das müsst ihr jetzt aushalten, alles so schwer aushalten, weil es ja so lustig, unlustig ist. Ja. Ich muss nur mikroskopisch schreiben. Dauert nur noch 2 Sekunden. Ein paar mehr Sekunden mehr. Hey, hallo, ich komme nicht mehr vor jetzt. Also es dauert vielleicht noch. Ja. Seht ihr, es wird immer wieder verpackt. Fische sind halt klein, irgendwie lustige. Ja, genau, man hängt einfach irgendwie fest. So. Gut, ja. Dankeschön. Also der Fisch ist sowas von extremst verpackt. Weil er so in der Luft auch fliegen kann. Jo. Genau. Halt mich doch noch mehr auf, du blöde Spiel. Du bist ja sowas von uns lustig, ey. Komm schon. Ja, genau. Jetzt sind wir langsam wieder echte Größe. Wahrscheinlich einmal vergrößert sind wir noch. So, und dann sind wir auch schnell wieder drinnen, wo wir hingehören. In der winzigen Welt, der Gossip. Ich kann nicht mehr kleiner werden. Wieso nicht? Doch jetzt. So, nochmal einmal. Oh Gott, jetzt sind wir schon... Habt ihr das schon gesehen? Wir verkleinert wurden. Jetzt mal einfach mal ein bisschen ausprobieren. Oder? Komm schon. Irgendwas wird doch vergrößert. Jetzt, genau jetzt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Fisch. Liebes Spiel. Das ist doch kein Fisch. Ey. Nein, nicht in die Größe. Nicht ins Größe. Bin einfach reingeflogen, konnte nichts mehr machen. Also kleiner werden. Kleiner. Wieso kommt hier ein Zahnrad raus? Nein, nicht wieder rein. Nochmals, nochmals, nochmals. Genau, und jetzt sind wir verrückt. Yes, Baby. Ich sehe keinen Fisch mehr, du. Aber wir sind wieder groß. Der Bug ist irgendwie immer. Okay, irgendwas wurde verkleinert, aber ich sah es nicht. Was ist das? Wenn wir treiben. Was passiert, wenn wir noch kleiner werden? Hallo, wenn ich noch kleiner werde. Sehr schwer zum Stellen. Okay, jetzt ist es besonders schlimm. Ja, ich will aber nicht. Ich will nicht so groß sein. Manu, ich will doch klein bleiben. Komm schon. Bitte, bitte nochmal. Yay, mega Spaß.
Ich will alles vergessen, wie das ist. Oh ja, ach ja, ich spacke mich herum. Komm noch mal ein bisschen warm. Ui, 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 hoppla. Hoppla, bla, bla, hoppla, bla, hoppla, bla, hoppla, Also jetzt ist total heftiges Verbug. Was kann ich eigentlich noch machen? Hoppla. Hey, hallo. Lass mich mal heraus. Ja, ich bin draußen. Juhu. Ui, das Klon werfen. Juhu, die Menschen. Yeah. Ui, diese Rauchspur auch hinten dran. Okay. Ja, die Zerstörung. Der Killer hier. Killer Goldfisch. Ui. Wir machen Zerstörung. Ui. Oh ja, in die Luft geschleudert. Ach, juhu. Zeppelin. Hoppla! Ja, jetzt stecke ich ganz fest. So, als nächstes. Ich kann gerne das mal in meinem Livestream noch alles zeigen. Haben wir das Schwein gelernt. Und das Schwein ist besonders schlimm. Das ist doch kein Schwein! Das ist doch kein Schwein, das sind nur noch Füße. Ich liebe es zu backen. Ich kann mich in den Boden backen. Ach komm schon, Trampolin, genau, Trampolin springen. Ja gut, wenn es nicht geht. So, wir müssen größer werden. Ich sau es als fürs große Kind. Aha. Die Füße werden größer, du selber. Was ist das für ein Monster? Was ist das überhaupt? Ja, ja. Ich glaube, da ist etwas schlimm verpackt. Aber sagt es nicht weiter. Sagt es den Entwicklern nicht. Ich kann nichts mehr erkennen. Ich muss mich ändern. Ich muss meine Schuhe ändern. Oh ja, ich bin die fröhliche Sau. Also noch ein bisschen größer, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht. Allzu groß sollte es natürlich nicht sein, sonst sieht man nichts mehr. Nur noch einen Hintern. So, und jetzt sollte es eigentlich gehen, ja. Genau, es geht. Und hübsch. Und. Genau! Das wollte ich zeigen. Ja. Okay. Ich gehe mal hier in die Dinge rein. Genau da. In die Kegelbahn. Nein, nicht so wieder so weit weg. Ach bitte, auf den Kran. Bitte, ich möchte auf dem Kran sein. Wenn ich hier rein... Wenn ich hier reingehe, was passiert denn? Man sieht's leider nicht. Komm schon. Man sieht's leider nicht, wie man hier unten ist. Nee, zu wenig. Okay, man buggt extremst. So, und dann ja, wollte ich eigentlich nur rüber zur Kegelbahn. Aber es geht nicht. Das Gummiboot. Das rote Gummiboot. Oh. Und die Wildsau. Die Brat. So, kann man eine Wildsau werden? Tumba. Oh, das schaut ich mal. Okay, eine Wildsau ist es nicht, oder? Sorry, ich bin ein bisschen Übergewicht. Tut mir leid. Okay. Kann
Kann ich das nochmal wiederholen? Okay. Nochmal wiederholen, bitte. In die richtige Richtung. Ja, genau so. Ja, ja, ja. Eindeutig. Das kann man in diesem Spiel eigentlich nicht machen. Man kann alles machen. Man kann sich total verbannen. Ich wollte rein. Hallo. Ich möchte gerne rein. Hallo, ich möchte... Wildschwein, wieso bist du ein bisschen zu klein? Ich finde diesen Soul gar nicht so cool. Das sieht so hässlich aus. Mann, ich kann nicht mehr das machen, was ich will. Also es ist extremst verbuggt, aber ich muss es nur ein bisschen mehr kontrollierter machen können. Ah, genau! Ich weiß, was ich mache. Warte kurz, ich sehe nicht so wie in die Richtung ungefähr. Hui. Ah, das ist... Es macht endlos Spaß, weil man immer wieder etwas Neues herausfindet. Ah, es ist ein tolles Spiel. Man kommt nach vorwärts, seht ihr? Ungewollt wollte ich wissen. Ja. Genau. Ah, hier ist es. Hier gibt es so eine Drehschaukel. Ja, genau. Und das kann man angeben. Ja, genau. Und dadurch, dass es sich dreht, verpackt halt alles ein bisschen. So, und? Eigentlich bin ich unter Strom. Genau, so rutschen tut das nicht. Aber aktivieren. Wir sind halt ein bisschen zu groß. Wenn wir klein wären, könnten wir das ganz schnell zum Drehen bringen. Aber so nicht. Ach, schade, funktioniert nicht. Hubla, yeah, baby. Können wir auch irgendwie rutschen? Oh, ich fliege einfach irgendwo weg. Hoppla, hoppla. Und hopp. Ja, genau. Hüpfschwein. Der neue Bratenspezialist. Ui. Spezialität des Bratens. Oh. Oh, ich bin ein bisschen zu groß. Ich werde zum Hai. Hai. Ah, den habe ich noch nicht freigestellt. Hat mich hier die zwei. Werde ich ja zum. Okay. Das ist ja mega verpackt. Was ist das? Kunststückchen. Hui. Ich mag den Hammerhai. Ich bin voll behämmert. Ich bin ein Hammerhai. Behämmerter Hammerhai. Hoppla. Ubla. Jo, wie kommen alle wieder raus? Achso. Hui! Ich bin betepperter Hammerhai. Ich bin wirklich froh darüber, dass ich mal ein Hammerhai sein kann. Hui! Boah! Das ist jetzt exportierter Grill. Hui! So ist auch gut. Immer schön drehen. Ah, ist hier nicht die Grasmutter? Wo ist die Grasmutter? Irgendwo ist eine Grasmutter, die es um sich werft. Soll das irgendwo hier oben sein? Ich suche noch kurz die Grasmutter. Die mit dem Gras, die schäumt dran. Irgendwo hier. Oh ja. Alles Gute zum Geburtstag, ja, ja. Würden wir auch sicher mal machen, aber. Hallo. Halt mehr. Irgendwie ist die Grasmutter nicht. Das wird, glaube ich, nichts mehr mit dem Hai. Ich bin zu fest. Nein. Oh ja. Auf dem Baum. Du bist schon auf dem Baum gelandet. Genau.
So, möchte ich noch kurz den Helm wechseln. Ich möchte noch kurz das mit dem Hasenohren sehen. Ich sehe aber die Hasenohren nicht gut. In diese Richtung. Wo? Oh. Die Richtung. Also in die Richtung. Okay. Zeige ich noch etwas. Ich weiß gar nicht, wie dieses andere an muss. Aber man kann mehrere Eier finden und dann ist irgendwas Spezielles drin. In die Richtung. Wenn wir auch ein bisschen vorwärts kommen würden. In die Richtung, okay. Wir rollen über den Boden mit dem Skateboard. Immer noch in die Richtung, okay. Und hoppla. Yeah, baby. Jump Boost. In die Richtung. Hier oben drüber. Ja, und wie komme ich jetzt hier hoch? Ich glaube, ich werde zum Menschen mal, zum Jesus. Genauso. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Indem ich zur Giraffe werde. Ist ein bisschen doof, wenn wir jetzt nicht mehr an die Oberfläche kommen. Muss ich halt nochmals teleportieren. Kann ja mal passieren. Aber zuerst werde ich mich nochmals. Ich werde einfach zur Ziege, dann sieht man es am besten. Dankeschön. Ich möchte ja nicht, dass es mich auffällt, sondern dass es lustig ist. Lustig bleibt. Genau, mit links. So. Ja, kann mal passieren, wenn man groß ist, dass man unter die Erde glitscht. Das ist völlig normal. So. Und jetzt habe ich irgendwie Zeitlimit. Okay. Zeitlupe. Okay, ja, ist gut. Also in die Richtung. Sehr gut. Ui. Das ist das Osterevent. Ich weiß nicht, wann das gestartet ist, aber da ist noch irgendwas. Was ist dort? Ich brauche das. Was ist das? Kenn ich gar nicht. Ein Klodeckel! Geil! Klodeckel. Hui, ist das neu? Genial. Brauche ich immer öfters so ein Klodeckel. So, ich brauche die Osterhasenohren. So. Also hier hoch, bitte. Ja. Und dann hier hoch. Bitte ohne Bugs. Dankeschön. Also doch irgendwo, wo wir reingeglitscht sind. Ah, wieso ist das so elend langsam, wenn man so groß ist. Ah, hier irgendwo. Also hier waren wir vor. Oder? Nochmals in die Richtung. Boah. Okay, dann hier hoch. Mein Gott, wieso sind wir reingebuckt vorher? Ja. Sieht sehr hübsch aus. Da oben? Ja. Und jetzt? Was drücken? Okay, wir sind so groß. Werden wir zum Viech. Ja, jetzt sind wir aber wieder unten. Das Spiel kann manchmal nerven. Mit seiner Steuerung und den Bugs. Ach, dafür ist auch lustig. So. Was habe ich jetzt? Wie es gemacht wird, fertige die Linie. Ein Schirm! Ich habe einen Schirm bekommen. Geil! Wusste ich doch. Okay, das ist doch ein guter Abschluss. Derjenige, der jetzt im Klo drin ist, der hat ein Problem.
wird irgendwie größer, höher. Es wird irgendwie höher, ja. Ich wollte noch kurz, ja, unter die Erde bauen. Ich wollte noch kurz den Helm aufziehen wieder. Ob es noch eins gibt. War ja nicht. Doch, es gibt noch eins. Okay, ja, in dieser schönen Kameraeinstellung sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss.